Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den C4 AFK Glitch bzw. den Makro auch mit der Razer Maus abspielen könnt. Ich habe ja vorher ein Video hochgeladen für all die Leute mit einer Razer Tastatur und für all die, die keine Razer Tastatur haben, sondern nur eine Maus, wie in den Kommentaren manche geschrieben haben, mache ich jetzt dieses Video und zeige euch, wie ihr das Ganze mit der Razer Maus machen könnt. So, als allererstes Leute, geht auf Makro bei der Synapse App. Hier müsst ihr jetzt ein Makro hinzufügen und zwar fügt ihr das hinzu, was bei mir in der Videobeschreibung ist, lädt das runter, fügt es hinzu und wenn ihr das hinzugefügt habt, Leute, sieht das Ganze so aus. So, danach wechselt ihr auf Maus, dann seht ihr hier schon dieses Mausprofil, Leute. So, was ihr jetzt machen müsst, ihr klickt, nimmt irgendeine Taste, bei mir ist es jetzt diese Empfindlichkeit Plus, die nehme ich jetzt, klick einmal da drauf, Leute, und gehe auf Makro. So, wenn ihr auf Makro seid, dann wählt ihr dieses Makro aus, in meinem Fall halt das Makro 1, was in der Videobeschreibung ist, wählt das aus, hier unten klickt ihr auf kontinuierliche Wiedergabe mit Hilfe der zugeordneten Taste ein- und ausschalten, übernimmt das Ganze, speichert das Ganze und so. Jetzt habt ihr die Maus eingerichtet mit eurem Makro. Das einzige, was ihr jetzt noch ändern müsst, ist bei Black Ops, bei den Tastenbelegungen, müsst ihr die interagieren Taste auf E machen und die Feldaufrüstung auf X. Nehmt am besten Feuerring mit, damit die Runden schneller gepusht werden. Und ja, jetzt könnt ihr in den Glitch gehen, drückt auf die Taste, die ihr gerade eingerichtet habt mit dem Makro und ihr könnt AFK leveln. So, das war's mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.